Wrath of the Lich King Classic WoW. Willkommen zum Let's Play. So, wir waren letztes Mal in Terramor und hatten dort die ersten paar Aufwiegler bzw. Deserteur-Quests gemacht. Es trug sich dann so zu, dass wir die Deserteure da drüben irgendwo diskreditiert haben, indem wir einfach ein bisschen mehr Scheiße gelabert haben als die. Fällt uns ja nicht besonders schwer, Scheiße zu labern. Ja, ich habe jetzt einige Minuten lang Pause gemacht, alleine um mal wieder was zu trinken und so, aber die Aufnahmesession geht direkt weiter, weil ich diesen Rausch dann, den Rauschen der Reisen-Buff nutzen will. So gut zu nutzen, wie es geht. Und das bedeutet, ihr alle hier, ihr seid jetzt Opfer. So. Also so sehr, wie man einem Heiligpriester eben zum Opfer fallen kann. Aber, naja, ihr wisst, was ich meine. Ich werde mich furchtbar mit diesen harmlosen Dolchen und diesen anderen harmlosen Gegenständen an euch vergehen hier. So. Ich glaube tatsächlich ist der Heiligpriester die harmloseste Art des Charakters, die man überhaupt spielen kann. Aber gerade komme ich echt ganz gut klar, soweit. Wupp, so, zack. Schnitzkunst. Schnitzkunst à la Torgim. So. Dankeschön. Außerdem Verbandskunst à la Torgim geht auch. Ganz besonders gut sogar. So. Ja, da drin sollen wir jetzt irgendwas finden. Wir sollen das Ende der Deserteure, wir sollen Garvis Grauschild festnehmen, weil er wohl der Kopf der Deserteure ist und uns im Allgemeinen nicht mag. Gut, dann hauen wir den eben um. Das kann ich wie viel. Was macht jetzt mehr Schaden? Der Zauberstab oder das Ding? Die Klinge 26,8. Der Zauberstab macht theoretisch mehr Schaden. Warte mal. Zau mir noch mal meine Erneuerung da drauf. So, wunderbar. Ja, Seidenstoff gibt es ja auch. Seidenstoff ist sehr gut. Den kann man verhältnismäßig gut verkaufen. Ich hatte tatsächlich jetzt endlich mal etwas über 100 Gold, weil ich ein bisschen was im Auktionshaus verkaufen konnte. Bis zu den 1000 Gold, die ich jetzt eigentlich schon direkt brauche, ist es aber noch ein langer Weg. Heißt, ich werde sowieso mal ein wenig beobachten müssen, was jetzt im Auktionshaus am besten geht, was am besten zu verkaufen ist. Vielleicht ein, zwei Sorten an Kräutern verticken, die ich jetzt so nicht mehr sofort brauche. Und ach mal, ich werde mal lieber auftanken, bevor ich da um die Ecke gehe. Wer weiß, wie viele Leute da stehen. Deswegen, ich hatte überlegt, was man so alles verkaufen könnte, was man am besten verkaufen könnte. So, das Einzige, was ich ja am besten farmen kann, sind Kräuter und Fische. Und eventuell, dass man irgendwelche anderen Viechers umbringt, dann dafür. Aber ich glaube, kochen will keiner mehr skillen. Besonders, weil das Event fürs Kochen ja jetzt vorbei ist. Dieses, was es jetzt zum Schluss gab. Ich hau ich so um. So. Komm, mach sie dich mal weg. Dankeschön. So, ja, man muss immer ein bisschen Geduld haben am Ende. Schuhe. Oder soll ich in der Kapitänskajüte gucken? Als Kapitän wäre ich ja in der Kajüte am ehesten drin, ne? Nee. Garvis Grauschild, da hinten ist er. Du läufst in die falsche Richtung.
mein Freund. Gut, soll ja nicht mein Problem sein. Faltenauges Schuhe. Wunderschöner Crab. Zumindest für mich. Für einen Katzendruiden ist das natürlich äußerst schönes Zeug. Weswegen wir das auch schön ins Auktionshaus stellen werden. Mit ein wenig Glück wird da was draus. Du bist verhaftet. Aber er wird sich natürlich nicht ergeben. Festgenommen. Doch, Tatsache. Ich gebe auf, senkt eure Waffen. Tatsache, er gibt tatsächlich auf. Okay. Ich werde euch begleiten, aber schuld, meine Männer, es sind gute Gefolgsringer, die einen Fehler begangen haben. Okay. Das heißt, er despawnt einfach so. Okay, ich muss ihn nicht rausbegleiten. Das ist sehr, sehr gut. Ich hatte gerade Angst, dass ich ihn noch irgendwie rausbegleiten muss über die ganze See hinweg oder so. Weil wir wissen ja alle, dass NPCs nicht schwimmen können. So. Erst muss ich diese komische Windhose hier umpusten. Klatsch. Okay. Das ging erstaunlich schnell. Das Ende der Deserteure. Nach Cornelia Hastings. Okay, zu den Docks zurück. Dann gehen wir zu den Docks zurück. Dann gehe ich da aber jetzt nicht mehr oben lang, weil da oben ist doof. Kommen diese... Lagern die noch alle, ne? Ja, dann laufe ich jetzt hier einfach quer per Levitation übers Wasser. Sehr schön. Wo kann ich gleich hochkommen? Ich überlege gerade, wo... Der Aufgang für die Docks ist. Da komme ich, glaube ich, gar nicht lang, ne? Ja, das ist alles ziemlich platt. Das heißt, sie muss da drüben irgendwo hin. Oder sehe ich hier irgendwo eine Rampe, wo ich hochgehen kann? Nee, hier ist nirgendwo eine Rampe. Wo man mal hochkommt. Komme ich da an dem Pfeiler hoch? Komme ich hier hoch? Tatsache, ich komme hier hoch. Sehr schön. Sehr nice, sehr nice. Gesellengugel. Das braucht keine Sau. Stiefel des Charmeurs. Da kommen die Armbrust. Die ist bestimmt viel wert. So. Gavis Forderung ist nicht so haarsträubend, wie sie scheint. Wenn man sie richtig behandelt. Wenn man sie richtig behandelt, gelingt es Lady Jaina vielleicht sogar, die Deserteure wieder in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Doch diese Entscheidung obliegt alleine ihr. Es war mir eine große Freude, mit euch zu arbeiten, Torgrim. Ohne eure Hilfe wäre die gesamte Operation sicherlich nicht halb so glatt verlaufen. Ich werde euch in meinem Bericht an Sturmwind lobend erwähnen, sodass alle wissen, dass es euer Einsatz war, der durch die Bedrohung der Deserteure in lithomatischer Overpornweise den Ausschlag gegeben hat. Sehr schön, Dankeschön. Unteroffizier Amelun, der Einsiedler beim Irrlicht anwesend. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt geht das so langsam in das in die Düstermarschen rein. Also mal ganz in die Düstermarschen rein. Es gibt da einen Burschen, die Einheimischen nennen ihn Sumpfauge Jarl, der alleine draußen im Sumpf lebt. Vor nicht allzu langer Zeit hat er sich im Irrlicht anwesend einquartiert, nachdem die vorherigen Bewohner unter mysteriösen Umständen verschwunden sind. Von Zeit zu Zeit schicke ich jemanden aus, um dort nach dem Rechten zu sehen. Wisst ihr, irgendwie erinnert ich mich an meinen Großvater. Manche sagten, dass sie ihm sagen, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat. Wenn er allein im Sumpf lädt, auf jeden Fall. Das Irrlichtanwesen findet sich in der Gegend beim Hexenhügel. Folgt der Straße von Terramor aus Richtung Nordwesten. Ihr werdet das Anwesen finden, bevor die Straße in Richtung Westen abbiegt. Findet Sumpfaue Jarl. Ja, ich glaube, das habe ich bereits gesehen. Ich bin hier ja schon einmal wie ein panierter Biber durchgeritten, um irgendwie nach Süden Richtung Gadgetzahn zu kommen. Da läuft man da ja automatisch dran vorbei. Und ich glaube, ich habe so etwas gesehen. So ein Anwesen gesehen, in irgendeiner Weise. Deswegen ist
besteht eine verhältnismäßig große Chance, dass ich das bereits irgendwo aus Versehen gesehen habe. So. Diese komischen Netpegels, Angelplatten, Düstermaschen, den müsste man ja auch dann irgendwie finden. Was läuft denn hier? Boah, Leute, gibt's hier wieder Quests ohne Ende. Tabethas Hof. Tief im Herzen des Sumpfs lebt eine alte Frau namens Tabetha. Wir wussten noch nie wirklich viel über sie, außer dass sie älter ist, als sie scheint. Sie hat uns hier von Zeit zu Zeit geholfen und auch den Frieden zwischen der Horde und unseren Kräften oft schon bewahrt. Normalerweise hörten wir regelmäßig von ihr, aber seit kurzem ist es still geworden. Könntet ihr einmal vorbeischauen, wenn ihr Zeit habt? Ja, mal schauen, ob die vielleicht schon längst abgetreten ist, ne? Würde mir ja leid tun, einfach so im Sumpf jemanden verrecken zu lassen, aber ist manchmal nicht anders möglich. So, Schlammpanzersuppe mit Käfern, lecker, Wahnsinn, hätte ich wirklich. Ich arbeite an einem Gericht namens Schlammpanzersuppe mit Käfern. Die wichtigsten Zutaten fehlen mir leider noch immer. Ich glaube nicht, dass ich in den einen Fußmarsch durch die Düstermarschen durchhalten könnte. Nun, den Torgrim, könntet ihr für mich auf die Jagd gehen. Als erstes brauche ich die Zungen von Schlammpanzerschildkröten. Aha. Ich finde die Schlammpanzer entlang der Küste buchten hauptsächlich im Bereich der Bucht. Aber ich will nicht jede beliebige Zunge. Ich habe gehört, dass die schon von Schlammpanzerschildkröten gespalten sind. Man sagt, diese gespaltenen Zungen hätten einen charakteristischen Geschmack. Okay. Also du willst spezielle Zungen da. Auf den richtigen Schlag Zunge kommt es an. Okay, ja, den brauche ich gar nicht. War ich eigentlich hier schon in der, unten in der Kanalisation, hätte ich beinahe gesagt, hier unten drin ist hier irgendjemand, hallo? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee. Nicht, dass hier sich irgendeiner noch versteckt oder so, irgendein NPC. Nice, so, ja. Ja, ja. Kann man den eigentlich verkaufen? Alles andere ist erstmal egal. Dich verkaufen. Rohr, Steinschuppen, Kabel, Fisch. Nee, den ist gerade auch egal. Das Tigerauge braucht gerade auch keine Sorge. Das kann alles weg. Gut. Hervorragend. Dann weiter. Es gibt ja noch mehr Sachen, die man in Terramol jetzt annehmen kann. Wir mal hoffen, dass ich das auch alles irgendwie so frühstücken kann. Leutnant Arden, Mission nach Morastwinkel. Das Dampfdruckkartell hat vor kurzem im südlichen Teil der Düstermarschen einen neuen Außenposten errichtet. Man taufte ihn Morastwinkel und er befindet sich entlang der Hauptstraße südlich von Tabethas Hof. Da müssen wir sowieso hin. Und in der Nähe der Ruinen der Steinbrecher, okay. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, neue Handelskontakte zu knüpfen. Lady Jaina möchte, dass ich einen Abgesandten dorthin schicke. Du bist der Abgesandte. Dankeschön. Mache ich. Beunruhigende Berichte? Was willst du noch? Unsere Spähpatrouillen haben in letzter Zeit Beunruhigendes zutage gefördert. Sie berichten von Männern mit roten Kopftüchern der D4s, die entlang der Schreckensburgküste nördlich von Terramur umhin waren. Schon wieder D4s? Ich dachte, die hätten wir alle ums Eck gebracht. Wrackteile in dieser Gegend lassen darauf schließen, dass es sich um Überlebende eines Schiffbruchs handelt, aber uns mangelt es an Informationen. Hauptmann Vymor bei der Speerwachten, einem Wachturm nördlich der Stadt, sucht nach einem Helfer, der diesen Berichten nachgeht. Also erstmal zu diesem Hauptmann Vymor. Okay. Muss ich hoch in diesen Turm rein? Ich sehe ein Ausrufezeichen im Turm. Also gehen wir nochmal kurz in diesen Turm. Ich möchte eigentlich mal jetzt eine Mission anfangen, nicht so lange durch die Gegend wascheln hier. Horas Alder. Alder Verwalder. Denn da du bist Erzmagier Tervosch. Die Leidende. Okay, und Lady Jaina Proudmoore, Herrscherin von Terramore. Sehr schön. Schattensplitter, was willst du jetzt von mir?
Ich habe kürzlich begonnen, verschiedene Kristalle und ihre arkanösischen Eigenschaften zu testen. Lady Proudmoore hat mir die Erlaubnis erteilt, Reisende, die nach Desolace ziehen, zu bitten, einen Ort zu suchen, der Maraudon genannt wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe, glaube ich, mit Nachdruck keinen Bock auf Maraudon. In dem zerfallenen Tempel dort wird es große Elementare aus lila Steinen, die aus lila Steinen bestehen. Ich habe sie Schattensplitter getauft, ja klar. Große Altare aus lila Steinen. Man hätte es hier auch einfach lila Steine nennen können. Aber nein, man muss ja irgendwas Schattenhaftes, Mysteriöses, und so. Ne? Also ist klar. Falls ihr beschließt, in diese Richtung einzuschlagen, dort einige dieser Kristallen findet, wäre ich euch sehr dankbar. Ich würde euch sogar ein Schmuckstück draus herstellen, wenn ihr dies wünscht. Ja, vielleicht komme ich da ja mal irgendwann vorbei, aber gerade habe ich jetzt nicht so wirklich den Bock drauf, muss ich sagen. Maraudon, es ist lange, es ist hässlich, es ist ungemütlich und es stinkt nach Pferd. Aus Gründen, die wir eventuell noch sehen. Also in allem verhältnismäßig ungemütlich. Da will man nicht hin. Vielleicht müssen wir da irgendwann hin, das weiß ich nicht. Aber gerade würde ich das tatsächlich auslassen. Mal so, zugunsten der wunderschönen marschen Sumpflandgedöns, was uns jetzt blüht. So, das wir reiten am besten einfach mal los. Kann ich dann auch mal hier so, pass mal auf, ne? Ist es nicht schön? Hammer, ne? Hammer. In den Sumpf, meine Freunde, in den Sumpf. Weiß gar nicht, was für ein Level die jetzt hier haben. Ich habe es nämlich vergessen. Ich hatte so irgendwann mal nachgeguckt, aber ich habe es wieder vergessen. Da vorne ist der nördliche Wachturm. Müssen wir dahin, um uns bei diesem Hauptmann zu melden? Da war doch gerade was, ne? Ja, genau. So, 32, 32. Ja, ich schätze mal, dass die alle so ein bisschen dieses Level haben. Willkommen bei der Speerwacht. Beunruhigende Berichte. Genau, du bist ja der, bei dem ich mich melden sollte, ne? Ihr habt also von dem Schiffswrack an der Küste gehört? Gut. Ich könnte euch etwas Hilfe gebrauchen, um meinen Verdacht gegenüber den Überlebenden zu erhärten. Ja. Die Viers in den Düstermarschen. Klar. Die Viers sind Handwerker und Zunftgenossen, keine Seefahrer. Was haben sie bei einem Schiffswrack auf dem Kontinent, der sie nicht interessiert, zu suchen? Man sagt, ihr Anführer residiert auf einer großen Insel, die nicht weit von der Küste entfernt, des nordöstlichen. Nordöstlich des Turmes liegt. Nordöstlich des Turmes liegt, okay. Tötet ihn, entfernt alle Dokumente, nimmt seinen Besitz an euch, tut ihm weh und tanzt auf seinem Grab. Okay. Nordöstlich des Turmes. Nordöstlich, also da die Insel. Ich muss dahin und überall. Wahnsinn. Also man kommt auf jeden Fall rum, möchte man meinen. Glaube, dann reite ich erstmal so quer durch die Landschaft und werden wir dann versuchen. Ich glaube, ich werde mal versuchen, oben die nördliche Küste zu erreichen. Da oben die nördliche Küste zu erreichen mit ein wenig Glück. Dieser Marschen fangen schon ab 35 an. Ich hätte viel früher hingehen können. Aber hast du natürlich auch alles nicht am Plan. Schreckensmoorküste. Sind das hier diese Dornenschlammpanzerschildkröten? Ich glaube, die Schildkröten, die muss ich wegknallen, ne? Warte mal, wir heizen uns gerade mal so ein bisschen an hier. So, schwupp, schwupp, schwupp. Und dann möchte ich mal das essen und das trinken. Einfach mal so ein bisschen, um Buffs zu kriegen. Weil hier sollte es ja theoretisch ein Schnüffler, der die Vier. Schnüffelst du denn? Schnüffelst dir den Weg ins Jenseits? So, ich glaube, das sind die Schildkröten, die ich holen muss, ne? So. Ne, die hat ja erstaunlich viel gedroppt. Okay, aber du bist bestimmt viel schildkrötiger als die andere, ne? Lass mich nicht hängen. Toll. Sie hatte eine Verzauberungsfähigkeit.
Formel irgendwie so. Das war die krasse Zauberschildkröte, die wir gerade weggeboxt haben. Leute, ich habe keine Ahnung. Aber keine von denen hatte eine Zunge. Aber ihr droppt Magiestoff. Ja, wie finde ich das denn? So. Eine gespaltene Zunge. Okay. Ist nicht besonders viel gewesen. Normal Schnüffler der D4s. Ja, ich glaube, ich möchte versuchen, da quer rüber zu kommen. Oh, schwimmende Wrackteile. Da werden wir gleich angeln. Mal schauen, ob da vielleicht irgendwas Lustiges bei rumkommt. Wenn man hier in den schwimmenden Wrackteilen angelt. Manchmal kommt was richtig Geiles bei rum, wenn man in den schwimmenden Wrackteilen angelt. Meistens kommt Müll bei rum, ist klar, aber manchmal kommt was richtig Geiles bei rum. Soll ich nochmal auftanken? Oder kriege ich hier auch einfach so... Schnüffler, Schnüffler, was bist du denn? Oh, warte mal. Du bist hier der Ober... Der Oberfraggle, ne? Hat er jetzt gerade versucht zu flüchten oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, ich tanke noch einmal auf. Und mal sehen, wie viel Regeneration habe ich jetzt? 99 Mana alle 5 Sekunden. Okay, geht ja. Gut. Ist jetzt im Sack. Gut, wo ist der Oberboss jetzt gerade hingewatschelt? Schnüffler der D4s. Der macht hier nur seine Runde, ne? So ein cooles schwarzes Schwert. Bist du hier der Dicke oder was? Vielleicht nicht mehr. Aber er hat auch diese widerlichen zwei Messerangriff. Befehle der D4s. Gut, das hat sehr gut funktioniert. Sehr schön. Golddorn sehe ich da oben noch. Golddorn bedeutet, gehört mir. So, aber wir müssen wahrscheinlich diese Viecher hier wegbraten, weil die unter Garantie den Golddorn beschützen. Nämlich mit ihrem Leben. Weil, wie wir alle wissen, Piraten lieben Blumen. Und deswegen beschützen die diese Blumen. So. Ich glaube, die blöde Schildkröte, die hat das jetzt auch hinter sich gleich, ne? Das sind diese Schildkröten. Die müsste man ja relativ viel davon umbringen, habe ich das Gefühl. Das macht gerade nicht so den Eindruck, als wenn diese Schildkrötenzungen irgendwie häufig droppen oder so. Wisst ihr was, wir haben 24 Minuten. Ich werde zugunsten eines schnelleren Questfortschritts, werde ich das mal rausschneiden und versuchen hier noch diese Schildkröten offscreen wegzuböllern. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir dann auf dem Weg sind in Richtung der dieser Hexenhügel-Gedöns. Der ist ja auch direkt hier nebenan. Hier ist sehr viel nebenan. Wir können hier tendenziell erstmal eine Weile lang in dieser Gegend bleiben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Bis gleich mal.
Wieder da bin ich. Sehr schön. Und es hat funktioniert. Es hat leider etwas länger gedauert, weil die Schildkröten hier nicht alle haben eine Zunge. Sollte man nicht meinen. Es haben leider nicht jede Schildkröte hat eine Zunge dabei. Das macht das Ganze etwas schwierig, diese Aufgabe zeitnah abzuschließen. Das war ganz gut, dass ich das rausgeschnitten habe. So, da kommt mir direkt schon jemand entgegen. Hallo, hallo, warte hier. Das wirst du brauchen, mein Freund, 100%. Weil wenn du mit Stufe 35 dahin gehst, dann brauchst du das. So. Weil er wird sich da wahrscheinlich hart durchschnetzeln müssen. Ja, das heißt, ich kann kurz die Quests abgeben, bevor jetzt noch irgendwas passiert. Ich kann jetzt kurz die Quests abgeben und danach wenden wir uns sofort dem Hexenhügel zu. Was ich gerne sehr, sehr gerne noch, den ich sehr gerne noch in dieser Folge erreichen würde. So, wen haben wir da? Gespaltene Schlammpanzerzone. Ja, er wird etwas Neues kreieren. Ding, ding. Da sind wir Stufe 41. Dankeschön. Hervorragend. 12 makellose Kriecherbeine zu barocke Schürze, und Käfer. Zu Morgenstern. Eine weitere Komponente meines neuen Rezepts ist das gepanzerte Bein eines Riesenkrebses. Und die Krebse, die sie in Düstermatschen haben, Matschpanzer nennen sie sie, taugen einfach nichts. Ich fürchte, die einzigen akzeptablen Krebse leben in den Sümpfen des Elends. Die Schale des Krebsbeins ist das wichtigste Element der Präsentation des Gerichts. Daher brauche ich makellose, unverletzte Beine. Ein ausgewachsener Krebs hat möglicherweise nur ein oder zwei Beine, die in Frage kommen. Aber ich brauche viel mehr für mein Gericht. Also, Torgrim, seid ihr bereit für eine Reise? Den Sümpfen des Elends. Wo war das denn nochmal? Sümpfe des Elends. Gerade mal gucken, das ist in den östlichen Königreichen. Ist das des Elends? Oh Gott, das ist bei, wenn man bei beim Rotkammgebirge irgendwie links abbiegt oder so. Warte mal. Wo ist denn das nochmal? Da ist das Rotkammgebirge. Wie komme ich denn von da aus dahin? Den Fluss entlang kommt man nach Dunkelheier, nach Darkshire. Das heißt, wir müssen theoretisch nach Seenhain dafür. Einmal quer durch das Rotkammgebirge durch. Am Turm von Ilgala vorbei. Direkt nach Süden und ich glaube, Schrägstrich hoffe, Schrägstrich bete, was weiß ich, dass es hier unten irgendwo einen Durchgang gibt. Ich habe tatsächlich komplett vergessen, wie man da hinkommt. Ich weiß, dass es irgendwo einen Durchgang gibt. Sümpfe des Elends. Ich weiß, dass es irgendwo einen Durchgang gibt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo. Brennende Steppe, sengende Schlucht, Ödland. Seenhain, Sümpfe des Elends. Oh nee. Das ist von Dämmerwald aus, muss man durch den Gebirgspass der Totenwinde durch. Und Totenwinde, das ist bitte wörtlich zu nehmen. Die sind wirklich verhältnismäßig hart drauf da. Ein Geier kann nicht Bonn hitten oder so. Das ist verhältnismäßig unlustig. Ja, wie komme ich hinein jetzt hin? Gar nicht erstmal. Ich lasse die Quest erstmal so offen. Vielleicht komme ich da bei Zeiten nochmal irgendwann hin. Aber ich würde sagen, erstmal ist es das gewesen. Weil da komme ich erstmal nicht hin. So, die vier ist in den Düstermarschen. Die eine müssen wir noch abgeben. Und dann geht es hoch zu den Hexenhügeln. Hexenhügeln. Hatte lange keine anständige Hexenverbrennung mehr veranstaltet. Wahnsinn. Wenn man als Heiligpriester etwas auf sich hält, dann muss man hin und wieder mal irgendjemanden quälen oder so. Das kennt man ja. Wenn man sich auf seinen Heiligenschein was einbildet, meine ich damit. Okay, angekommen. Die vier ist in den Düstermarschen. Konntet ihr ihren Anführer finden? Ja, und ich konnte ihn auch umpumpen. Gar kein Problem.
Was in aller Welt könnte mit kostbare Fracht gemeint sein? Keine Ahnung, ich habe das Ding nicht gelesen. Die FIAS haben zwar kleinere Schmugglereien im Land von Sturmwind betrieben, aber dies hier ist ganz offensichtlich eine Nummer zu groß für sie. Die Sprache in diesen Befehlen lässt auf einen wohlhabenden oder adligen Herrn schließen. Aber ich habe doch einen wohlhabenden adligen Herrn umgebracht irgendwie. Ren McGill. Die von euch erlangten Befehle weisen darauf hin, dass die FIAS besonders episch drauf sind, die Fracht auszumachen und zu bergen. Der SI7 hat SI7, also die Geheimdienstorganisation, arbeitete rund um Terramo eine Zeit lang mit dem Bergungstaucher Ren McGill zusammen. Als er von dem Schiffswrack erfuhr, machte sich Ren sofort auf den Weg nach dem Norden, um in der Nähe der Inseln, die von den DeFias besetzt werden, zu tauchen. Wenn wir von den DeFias an die Fracht gelangen wollen, werden wir seine Hilfe benötigen. Haltet in den Gewässern nordöstlich der kleinen Insel nach ihm Ausschau. Okay. Sie liegt im Norden von der Insel, die ihr zudem schon einmal besucht habt. Bringt die Befehle der DeFias zu Ren McGill in den Gewässern der Schreckensmoorküste. Alles klar. Das heißt, wir sollen erstmal so einen Supertaucher suchen. Habe ich noch einen? Ich habe mir genau noch einen Trank der Wasseratmung, der für eine Stunde wirkt. Das heißt, irgendwo da oben dürfte dieser Ren McGill sein. Denke ich mal. So. Aber wir gehen ja sowieso irgendwie, sagen wir mal, grob in die Richtung. Da können wir auch erstmal zur Hexenhütte gehen, weil da möchte ich sehr gerne hin. Um oben zu sehen, wie hexig oder hüttig das da ist. Meine Stimme ist irgendwie ein bisschen weg, habe ich das Gefühl. So, wir hatten ja Level-Up, ne? Hätte ich jetzt schon fast wieder vergessen. Gesegnete Abhärtung? Nee, das ist nur Abhärtung, das brauche ich nicht. Den Brunnen des Lichts, genannt Lolwell, weil er überhaupt nicht so funktioniert, wie er eigentlich soll. Den braucht man eigentlich auch gar nicht. Ich kenne niemanden, der das Ding serienmäßig mit am Start hat. Bleibt nur heilige Konzentration. So. Beim Seelenbrunnen gibt es nämlich ein Problem. Diesen heiligen Brunnen des Lichts funktioniert im Wesentlichen, naja, tatsächlich wie ein Brunnen. Du stellst ihn auf und ein verletzter Spieler kann sich da eine Heilung abholen, sodass du nichts machen musst. Zwei Sachen gibt es dabei zu beachten, was problematisch ist. Erstens, der Brunnen hat Aufladungen, kann man da lesen. So. Und weil er Aufladungen hat und diese Aufladen keinen Cooldown, das heißt keine Abklingzeit haben, werden verletzte Spieler tendenziell in ihrer Panik von wegen Hilfe, ich sterbe gleich, da 100-mal draufklicken auf den Brunnen, um sofort eine Heilung zu kriegen. Die Heilung des Brunnens stellt sich aber nicht sofort ein. Er heilt im Verlauf von 6 Sekunden 801 Gesundheit. So, das heißt, das ist ein Hot wie diese Erneuerung, die ich casten kann. So. Schwupp. Jetzt habe ich diese Erneuerung da oben und sie würde mich langsam heilen, wenn ich jetzt verletzt werde. So, genauso funktioniert dieser Brunnen. Du klickst da einmal drauf und holst dir so eine regenerative Erneuerung ab. So. In Panik klickt man da aber ein paar Mal drauf, ding, 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 sodass ein einzelner Spieler den Brunnen sofort leersaufen kann, im Zweifelsfall. So, was unter Umständen schon passiert ist. So, habe ich keine Erfahrung mit, aber Berichten zufolge ist das wohl so. Und zweitens, es ist wohl angeblich nur möglich, diesen Brunnen zu stellen, wenn man nicht im Kampf ist. Das heißt, sobald der Bosskampf beginnt, glaube ich. Sobald der Bosskampf beginnt, man berichtige mich, wenn ich falsch liege, kann man den Brunnen des Lichts gar nicht mehr setzen. Das heißt, er hat sowieso 3 Minuten Abklingzeit, der Brunnen. Ich kann ihn nur einmal vor dem Kampf setzen. Vor dem Kampf setzen. Und während des Bosskampfes kann ich ihn nicht erneuern. Sodass, wenn einer aus Versehen im Bosskampf den ganzen Brunnen leersäuft, ist der gesamte Effekt des Brunnens hinfällig. So, deswegen wird der Brunnen Lolwell genannt. Also Lächerlichkeitsbrunnen, um es mal frei zu übersetzen. So, aus diesem Grund, weil die Mechanik einfach komplett für den Arsch ist. So. Hätte man mal überarbeiten können in 20 Jahren, hat Blizzard auch nicht gemacht. So, deswegen vollkommen sinnlos. Der Einsiedler beim Irrlichtanwesen, Sumpfauge Jarl. Runter von meinem Grundstück, es sei denn, ihr wollt dem alten Sumpfauge beim Kochen zur Hand gehen. Was sagt ihr? Was heißt beim Kochen zur Hand gehen? Du bist Mordant Ginsby.
Marschenfroschschenkel. Lecker, mögt ihr Eintopf. Bringt Marschenfroschschenkel zum Sumpfauge Jarl. Oh, warte mal, habe ich jetzt. Oh, ja. Er wollte mir eine Aufgabe geben, die aber leider etwas zu Panne ist, glaube ich. Weil ich schon 41 bin jetzt. Das natürlich. Ja, die Quests hier sind langsam alle etwas out of date. Das liegt aber hier oben an dem rauschenden Reisenbuff. Ich nehme halt schneller an Level zu, als dass mir die, als dass ich die Quest abarbeiten kann. Also sowohl gut als auch ein bisschen doof zugleich. Aber das, na gut, muss man jetzt mit leben, dass ich vielleicht die ein oder andere hier Gebietsgeschichte nur halb spiele oder so. Was sucht ihr den Hexenhügel heim? Ich bin hierher gereist, um Jarl in seinem neuen Zuhause zu besuchen, aber seit meiner Ankunft nahm der Schrecken hier kein Ende. Hier stimmt irgendetwas nicht, überhaupt nicht. Ich kann nicht der Einzige sein, der diese Dinge sieht. Habt ihr die Geister und Leichname gesehen, die um den Hexenhügel umherstehen? Wäre kein Hexenhügel, wenn nicht irgendeine Scheiße passieren würde. Die haben immer Halloween hier, ist der Hammer. Wenn einer weiß, was hier vor sich geht, so fürchte ich, dass sie es sind, also die Geister es sind. Haltet nach den auferstandenen Gebeiden und auferstandenen Geister in der Umgebung Ausschau. Bekämpft sie, gewährt ihren dadurch ewigen Frieden. Verschafft euch so viele Informationen des weggehenden Menschen wie möglich. So. Sumpfauge, ja. Einweihungsgeschenk. Pack's aus, es wird dir gefallen. Er wird wahrscheinlich. Es sagt gar nichts. Wenn ich es nicht essen kann, mag ich es nicht. Seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe, nichts. Hilfst du mir ein wenig Froschschenkel-Eintopf sämig zu rühren? Finde ich dich in einer leeren Hütte mitten im Nirgendwo und plapperst über Frösche. Ja. Der lebt schon ein bisschen zu lange im Sumpf, wie man scheint. Also, schisch. Naja, kannst halt nichts dran machen. Ja, es geht also darum, in der nächsten Folge diese Geister, die hier rumstehen, rumexistieren. Der hier ist bestimmt für die Marschenfroschschenkel verantwortlich, ne, wenn ich jetzt die Aufgabe für ihn machen würde. Aber diese Marschenfroschschenkel-Aufgabe, die ist wohl für mich grau, weil mir das nicht angezeigt wird extra. Deswegen, werde ich die Aufgabe nicht machen, nicht annehmen und das auch so beiseite liegen lassen. Das hier, ab Level 36, das scheint mir noch lohnend zu sein. Das scheint irgendeine Aufgabe um diese Geister zu sein, beziehungsweise worum es sich dann hierbei dreht. Das ist wohl ein wenig interessanter noch. Und ich hoffe auch, dass ich die so abschließen kann, bevor ich dann 42 werde und das alles grau wird hier, was ich dann angenommen habe. So, da drüben ist noch Auferstandene. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Euch einen absolut herrlichen Abend. Ich gehe jetzt etwas futtern. In echt etwas futtern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder, während wir hier diese komischen Dinger hier platt kloppen alle. Und mal schauen, was es dann mit diesen Hexenhügeln auf sich hat. Hier ist ja wohl, denke ich mal, etwas vorgefallen, was nicht hätte vorfallen sollen. Dunkelheit wird alles verzehren, alles was lebt, ja, sagen wir was anderes. Gut, ich bin die Dunkelheit und ich bin das Licht. Ich bin Darkwing Duck. Nee, aber ihr wisst schon, was ich meine. Bis denn. Tschüss.